So, hat sich schon lange nicht mehr um das Gehege gekümmert. Warum nicht? Tierarzt, Zeit seit letztem Besuch. Wer ist das hier? Das ist der Tierarzt. Wie kann ich denn hier jemanden hinlotsen? Ein Jahr lang. Müssen wir jemanden einstellen, vielleicht? Wo ist denn hier Personal? Hier? Tierpflege. Mitarbeiterraum. Arbeitsbereiche. Tierpfleger, Zebras hier. Gibt gleich zwei dafür. Nicht schlecht. Da muss man sich wahrscheinlich noch so ein bisschen mit beschäftigen, ne? Na, hier ist ja auch einer. Also man muss immer genug Personal haben. Alles klar. Hier war doch richtig. Ist ein bisschen träge gerade. Alles im grünen Bereich. Jawohl. Macht einen guten Eindruck. Achso, man klickt auf das Tier. Aha. Das ist doch, das ruft doch nach dem Fussel. Was haben wir denn hier? Maya ist ein Steppenzebra. Dann suchen wir doch mal die Art. Steppenzebra. Die Steppenzebra. Da haben wir es. Futter und Wasser. Heizung, Klimaanlage, Lebensqualitätsobjekte. Und du hast Probleme mit Futterbeschaffung. Wo können wir dich denn mal? Wo können wir denn mal? Na, das hat's ja jetzt gebracht, wa? Na gut, es bringt aber was. Greifbar. So. Hat vielleicht ein bisschen länger gedauert. Alles klar. Was ist das hier? Aber ihr seht, Zebra geht's auch gut. Fußball. Was ist alles so für Sachen? Kleintier-Kletterrahmen. Krank. Keyboard-Beschäftigung. Ach. Ach was. Kauspielzeug. Für die Trüffelhygiene. Mann, Mann, Mann. Da kommt ja noch richtig was auf uns zu, wa? Für wen ist das hier? Lemuren-Kletterrahmen. Nee, ist klar, natürlich. Nicht schlecht. Pinata-Beschäftigung. Für den Wildhund. Wolf. Da gibt's ja richtig was, wa? Spielzeuge. Spiegelmobil. Für den Mandrill, was das auch immer ist. Hier sind ja Tiere bei, da weiß man ja gar nicht, dass die gibt. Wer macht denn was mit Kreiseln? Ein Elefant macht was mit Kreiseln. Jojo, klar. Okay. Beuteduftsack. Kletterflächen. Was das alles gibt. Futter, Wasser, Heizung, Klimaanlage. Alles klar. Alles klar.
Ja, ja, natürlich. So, da ist noch eine Warnmeldung. Tier ist hungrig. Ja, dann isst doch was. Du hast ein Platzproblem oder zu voll. Was? Oh oh. Krass, ne, wie das hier alles runtergeht. Lebensqualität. Auch die haben hier so ein bisschen. Wer ist denn das hier? Lemur? Ein Cutter. Was soll denn ein Cutter sein? Na gut, dann suchen wir mal, was für den Cutter sinnvoll ist. Also du brauchst tatsächlich Futterstellen, Wohlbefinden, Gehege, Sauberkeit, Lebensqualität, Beschäftigung. So, machen wir den Filter weg hier. Und ihr seht, ne, sofort hier geil geworden und Futterbeschaffung. Die haben hier eine riesige Beschäftigungsbox, aber irgendwas fehlt denen noch. Was ist denn, wenn wir hier so eine Rolle hinstellen? Ja, und schon ist grün. Perfekt, haben wir auch wieder hingekriegt. Also ich glaube, die Grundfunktionen haben wir. Bisschen noch mit der Steuerung am Hadern, aber grundsätzlich. Bisschen Marketing machen wir. Riesenbockkäfer. Davon scheint es Hunderte zu geben. Pfeilgiftfrosch, auch nicht schön. Und diese Vogelspinnen. Eine Anaconda, alles klar, das sind genau meine Tiere. Muss ich nicht haben. So, ja, senken wir mal ein bisschen ab. Absenken über die Taste. Wird also erklärt, wo es herkommt. Oh, danke. Ja, sehr gut. Immer schön rein damit. So, geht mal hier rüber und schön Kohle hier reinwerfen. Nee, nicht um da, so ist richtig. Gut, die Animationen sind noch ein bisschen. Naja. Okay. Auch keine schlechte Idee, ne? Was denn? Das müsste ich dann doch bei Zoo auch sehen können, oder? Finanzen. Einrichtung. Wow. So, hier muss irgendwo ein Geldautomat sein. Wäre es nicht sinnvoller, hier noch einen zweiten? Die gehen immer in Gruppen dahin.
Das ist doch nicht, das ist doch nicht legitim. Was wäre denn, wenn wir hier noch einen hinstellen? Aber wir verdienen damit nichts, ne? Ist jetzt nicht so schön, aber... Vielleicht wird er ja genutzt. Ja, siehst du, wird sofort genutzt. Müssen wir... Kann man da keine Gebühren für verlangen? Und jetzt müsste jeder Gebühren verlangen, oder? Und dann können wir mit dem auch Gewinn machen. Ich weiß, hallo, ja, ich komme doch aus der Branche, ich weiß doch, wie man den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Gut, der ist natürlich doof platziert, weil jetzt stehen die Leute davor und alles behindert sich hier gegenseitig. Da wird schon wieder ein Nachwuchs bei den Schildklöten kommen. Ja, aber so stimmt, so hat man das auch in dem Park. Das war auch, waren das nicht sogar fast dieselben Namen? Gulpi oder Chief Beef kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Und dann hast du das in dem Park auch immer so gemacht, ne? In diesem Freizeitpark. Hier hat auch wieder ein Profi gebaut, hör mal du. Unglaublich. Nein, nicht das Dach. Bist du wem verrückt? Lass das Dach da dran. So wollte ich es jetzt eigentlich nicht haben. Oh, 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 oh. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. Das wird niemals passen. Ich wollte eigentlich das ganze Ding verschieben. Das habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Alles, ich weiß, ich weiß. So. Natürlich, das Dach habe ich jetzt abgehoben. Kriege ich das noch irgendwie schön da drauf? Nö, ne? Das ist natürlich genau die richtige Arbeit für mich. Bin ich absolut für geeignet. Können wir das so machen? Im Zweifel ja, ne? Tü-tü-tü-tü-tü. Guckt das noch raus? Ne, geht. Wie geht's denn unseren Schildkröten, nachdem ihr ja wieder auf Nachwuchs aus seid? Aber so macht es... Ach, ja. Können wir nicht so ein paar davon jetzt mal verlegen? Einen Kerkern oder so? Hier die zum Beispiel. Kommt da jetzt eine? Wie geht das mit dem Verlegen? Weil es ist ja hier in der Gruppe ist ein bisschen viel los, ne? Die halten wir mal im Auge. Cutter machen wir mal weg. Wir gehen wieder auf die Schildklötte. Was ist das hier? Hundeball? Das ist Beschäftigungsspielzeug. Und da müssen wir eigentlich nur noch hier. Ja, so ist das eigentlich nicht gedacht, Mensch.
Achso, man kann das also... So, und dann müsst ihr ja jetzt hier wieder alles... Ne, immer noch nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Gerade war noch alles super und jetzt funktioniert das wieder nicht. Oh. Na, wer gewinnt? Das ist schon krass hier, ne? So. Damit ist das Alpha-Problem auch gelöst. Pfui. Was macht man dann, wenn da Inzucht im Spiel ist? Naja, ich hoffe, das lernen wir alles noch. So, nichtsdestotrotz, wir haben schon wieder fast 0 Uhr. Das ist für mich die ideale Zeit, jetzt auch mal ins Bett zu gehen. War ja auch nur so für nebenbei mal das neue Spiel testen. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir die nächsten Tage weitermachen. Dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen, ja, eigentlich nur noch eine schöne gute Nacht, ne? So. Das Spiel wird noch gespeichert mit Goodwin House. Tutorial. Dann haben wir den nämlich auch gespeichert und dann müssen wir einfach mal beim nächsten Mal gucken. Da sind ja noch ein paar Funktionen, die wir lernen müssen. Okay. Ja, dann wünsche ich euch, wie gesagt, alles Gute und sag mal, bis die Tage. Und wenn ihr in der Zwischenzeit zu Hause rumsitzt und ein bisschen Langeweile habt, keine Sorge, auf meinem YouTube-Kanal unter FatLP gibt es ja doch ein paar Videos zur Auswahl. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.